Mein Name ist Maximilian Pollux. Ich bin 32 Jahre alt und in meiner Jugend war ich selbst ein krimineller Intensivstraftäter. Heute arbeite ich deutschlandweit mit Tätern. Ich mache Kriminalprävention in Schulen, Jugendhäusern und Wohngruppen. Und ich lebe mitten in Deutschland. Ich hatte Angst vor meinen Feinden. Angst vor meinen Freunden. Wenn man Angst nicht gut verträgt, dann sollte man kein Krimineller werden. Wenn du auch nur den kleinen Finger dem Falschen gibst, reißt er dir deinen scheiß Arm ab. Du bist Drogendealer, ha? Ich habe draußen Drogendealer umgebracht. Man muss natürlich sagen, dass das Gefängnis selbst ein sehr homophober Platz ist. Verschiedene Delikte, hauptsächlich BTM und die damit verbundenen Delikte, aber auch Waffenhandel. Ich habe 13 Jahre einen Monat bekommen insgesamt und habe 9 Jahre 8 gesessen. Die Frage kommt immer. Es ist echt schwierig zu sagen. Nehmen wir einen Fall. Einmal kam ein Pfarrer zu mir in Zelle und hat gesagt, ich muss mit Ihnen reden. Ihr Vater ist tot. Und ich war geschockt und ich war zerstört am Boden. Und im nächsten Moment hat er gesagt, ja, Ihre Patin hat mich angerufen. Und ich so, wieso meine Patin? Wieso nicht meine Mutter? Also ich weiß auch nicht. Und sie hat mir nur erzählt, ihr Vater ist. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass nicht mein Stiefvater, der mich erzogen hat, der für mich wie mein Vater ist, der seit meiner Kindheit für mich da war, gestorben ist, sondern mein leiblicher Vater, den ich seit 25 Jahren nicht gesehen hatte. Dieser Moment zum Beispiel ist ein krasser Moment. Das war einer der Momente, die erklärt, was Knast mit einem machen. Für einen Moment war ich erleichtert darüber, dass mein leiblicher Vater tot ist und nicht mein Stiefvater. Beides. Also ich war ein gewalttätiger Gefangener und ich bin auch mal angegriffen worden. Ein Beispiel für einen Angriff auf mich. Ich hatte einen langjährigen Krieg eigentlich mit einem besonders. Es war ein Auftragsmörder draußen, hat zwei Leute umgebracht. Und als ich auf den Gang gekommen bin, war eine der ersten Sachen, die er zu mir gesagt hat, du bist Drogendealer, ha? Ich habe draußen Drogendealer umgebracht. Und der Streit hat sich so ein bisschen hochgeschalten. Das war jemand, der in der Fremdenlegion war und schon 15 Jahre in dem Gefängnis gesessen ist. Und er war dort ein gefährlicher Mann, seiner Meinung nach. Und irgendwann hatte ich eigentlich nicht mehr so gerechnet, dass es noch zu einer Auseinandersetzung kommt. Und ich will in die Dusche laufen. Und der Müllraum war neben der Dusche. Und ich sehe ihn. Ich habe nie jemanden in meinen Rücken gelassen. Ich sehe, dass er kommt, aber er hat einen Mülleimer in der Hand. Da läuft so mit dem Mülleimer. In dem Moment hat mein Gehirn das gesehen, eingeordnet, hat gedacht, okay, passt, der will zum Müllraum. Und ich drehe mich um und in dem Moment, wo ich die Tür zur Dusche aufmache, gibt er mir von hinten eine Faust und will mich in den Nacken treffen. Meine Brille fliegt weg, ich fliege so in die Dusche rein und er kam und dann gab es einen kurzen Kampf, den ich nicht gewinnen konnte, aufgrund des ersten Schlags, nicht so wirklich. Das war zum Beispiel ein Erlebnis, wo ich Gewalt erlebt habe. Also der Gedanke, dass Leute knastschwul werden, ist falsch. Ich kann dir sagen, am ersten Tag habe ich in der Dusche mir gedacht, oh mein Gott, nackte Männer. Und ich habe es mir am letzten Tag genauso gedacht. Ich glaube nicht, dass man seine Sexualität überhaupt ändern kann. Mein persönlicher Glaube ist eigentlich, dass du das, was du bist und was du fühlst, das wirst du sein. Man muss natürlich sagen, dass das Gefängnis selbst ein sehr homophober Platz ist. Mittlerweile arbeite ich auch mit Gefangenen wieder, die mir gegenüber dann sagen, ja, sie sind schwul und das aber in Haft verbergen, weil der Platz dort gefährlich sein kann für Leute, die eben anders sind. Ich selbst hab da nie einen Unterschied gemacht. Ich habe im Knast alle gleich behandelt hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung. Also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe relativ früh einen Ausbruchsversuch hinter mir gehabt. Das war noch in Holland. Ich wusste, ich werde ausgeliefert. Ich wusste, ich habe hier über 10 Jahre Haft zu erwarten. Und ich habe es einfach dort einmal versucht. Da ich danach 10 Jahre gesessen bin, wisst ihr, es ist nicht ganz so gut gelaufen. Die ganze Geschichte dazu gibt es auf meinem Channel, Maximilian Pollux, YouTube-Kanal. Schaut sich an. Das Gefängnis ist ein Ort, der, wenn man ein bisschen feinfühlig ist, wenn man ein bisschen sensibel ist, wenn man Dinge spüren kann, Stimmungen spüren kann, dann werdet ihr in einem Gefängnis sofort Angst spüren. Ihr werdet Verzweiflung spüren, ihr werdet so viel Negativität spüren, dass ihr das greifen könnt. Und das alles hat mir Angst gemacht. Aber mir hat Angst gemacht, wie sich die Welt draußen verändert hat, ob ich wieder reinpasse, hab davor schon nicht gut reingepasst. Mir hat Angst gemacht, eigentlich jedes Mal, wenn die Tür aufgegangen ist, was man von mir will. Will man mir etwas tun, will man mich verlegen. Ich hatte Angst bei jedem einzelnen Brief, dass da drin steht, die Mama ist tot. Ich hatte Angst, davor angeschwärzt zu werden, verraten zu werden für Dinge, die ich vor langer Zeit getan habe. Ich hatte Angst vor Auseinandersetzungen, die entstehen, gegen die ich nichts tun kann. Mein Bester in meiner Gang, jemand hat einen Streit mit der anderen Gang, dann habe ich Streit mit denen. Ich hatte Angst vor meinen Feinden. Ich hatte Angst vor meinen Freunden. Wenn man Angst nicht gut verträgt, dann sollte man kein Krimineller werden. Also seit Januar bin ich jetzt nicht mehr auf Bewährung. Das ist so das erste Mal in meinem Leben, seit ich 14 bin eigentlich, dass ich nicht entweder auf Bewährung bin oder einen Haftbefehl offen habe oder eine Verhandlung anstehen habe oder im Knast sitze. Ich weiß heute, das ist eine irrationale Angst und die wird nicht weggehen.
Ich habe immer noch die Angst, dass ich verhaftet werde, warum auch immer. Jede Nacht träume ich davon, dass ich verraten werde, obwohl ich halt nichts getan habe. Als Beamter wirst du belogen, du wirst betrogen. Wenn du zu freundlich zu den Gefangenen bist, werden deine Kollegen misstrauisch. Wenn herauskommt, dass du irgendeinem Gefangenen was erlaubt hast, was die anderen nicht erlauben, gehst du Gefahr, zwischen die Fronten zu geraten. Und tatsächlich, wenn du auch nur den kleinen Finger dem Falschen gibst, reißt er dir deinen scheiß Arm ab. Deswegen sind die auch nicht immer freundlich. Sex und dann Essen. Soll ich das näher ausführen oder was? Ich hoffe, ihr wollt es jetzt nicht genauer hören, weil ein Gentleman. Man kann ja über Briefe Kontakt haben. Also ich durfte nicht telefonieren oder sowas. Aber ich habe Brieffreundschaften gepflegt, teilweise auch zu der einen oder anderen Frau, die mich vielleicht noch aus meiner Jugend kannte. Übrigens, die Frau, die sich jetzt angesprochen fühlt, aber ich danke dir für alles, was du getan hast. Denn es war der erste Mensch, der zu mir gesagt hat, als ich so 27 war und sie mich mal besucht hat, was ist aus dir geworden? Wo ist der Junge hin, der Bob Marley hört und die Welt verändern will? Wo ist der Rebell für eine gute Sache hin? Weil als sie mich im Gefängnis besucht hat, war ich nur noch eine leere Hülle. Ich war ein Roboter, ich war gefühllos. Und sie hat mir geholfen, die nächsten Jahre das so ein bisschen aufzubrechen und war dann auch die erste Frau, die mich abgeholt hat. Was würde ich Jugendlichen raten? Das Problem ist ein bisschen, wenn du mit dem Rücken schon zur Wand stehst, funktioniert unser System meistens so, dass es dann schon zu spät ist. Weil das heißt, du hast den Haftantritt. Das ist der Punkt, wo sich die meisten am liebsten sofort ändern würden. Das ist ungefähr so, wie wenn man jahrelang geraucht hat und jetzt kommt die Krebsdiagnose und jetzt will man nicht mehr rauchen. Ihr müsst jetzt da durch. Wenn ihr jetzt mit dem Rücken zur Wand steht, ihr müsst da durch. Das heißt nicht, dass euer Leben vorbei ist. Ihr könnt jeden Tag neu anfangen, besser zu sein als gestern. Auch wenn es euch im Gefängnis oder so vorkommt, als würde die Änderung hier nichts bringen. Das bringt sehr wohl was. Wenn ihr da drin jahrelang schon euer Mindset vorbereitet auf danach und euch geändert habt, dann werdet ihr es draußen schaffen. Ich versuche in meinen Workshops Kriminalität zu beleuchten. Ich versuche Gewalt zu erklären und ich versuche Jugendlichen zu helfen, einen anderen Weg zu gehen und denen Methoden an die Hand zu geben, wie sie coole Erwachsene werden können, wie sie selbstbewusste Erwachsene werden können und ihr Leben ohne den Scheiß führen können. Und dafür haben wir einen Verein gegründet, der Sichtweisen e.V., auch da, wenn ihr Bock habt, schaut auf der Webseite vorbei. Wir suchen immer Unterstützer, wir suchen Mentoren und gemeinsam werden wir eine ganz schöne Menge verändern. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Schaut bei mir vorbei, Maximilian Pollux, und lasst auch ein Abo da. Vielen Dank.